Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Thief. Wir sind wieder in unserem Glockenturm gelandet. Wenn ich was finde, das ich behalten will, bewahre ich es hier auf. Im Moment sammelt sich hier vor allem Staub. Ja, in erster Linie. Wie lange war ich dann weg? Wie lange waren wir weg? Ein Jahr. Städtische Denkmalstafeln. Das Folgende wurde grob verunstaltet. Hoffnung von innen? Ja, hübsch, hübsch. Unikarte. Okay, hier, das hatte ich schon geöffnet, ne? Da war was. Ich habe das Gefühl, dass Garrett hier noch ein bisschen mehr zu sagen hat. Das habe ich schon gelesen. Gehen wir am besten nochmal nach oben, ha? Huch. Triff Besso in Black Alley. Okay. Ich konnte es jetzt leider nicht so schnell lesen. Ich hoffe, dass ihr kurz auf Pause drücken und es euch durchlesen könnt. Werde ich aber wahrscheinlich auch nochmal machen, wenn ich mir meine Aufnahmen nochmal angucke. Schon nett. Ah, okay. Fenster haben wir doch. Gut zu wissen. Wir haben es uns mal ein bisschen wärmer gemacht. Wirklich schick. Weg läuft doch. Ich weiß gar nicht, was die wollen. Es hat gedauert, aber ich habe es hingekriegt. Wenigstens etwas, das wieder ist, wie es war. Ja. Es hat gedauert. Warum hat er sich überhaupt die Mühe gemacht, dieses Uhrwerk wieder zum Laufen zu kriegen? Kann ich hier rein? Nein, natürlich nicht. Tut mir leid, wenn ich mir das hier jetzt alles so... Ich finde, das sieht einfach so cool aus. Jetzt habe ich mir natürlich wieder mal keinen Timer gestellt. Jetzt habe ich allerdings auch das Problem, dass mein Handy gerade nicht da ist. Kleinen Moment! In Ordnung. Handy geholt. 2 Minuten ziehen wir ab. Passt schon. Okay. Also, Treffen mit Besso. Ich weiß, dass sie hier eigentlich noch was sagt. Verdammt. Nun ja, vielleicht ein andermal. Ab nach Stone Market. Wenn du nach größeren Herausforderungen suchst, teste dein Können mit den Einstellungen eigene Schwierigkeit. Ja, da haben wir ja schon reingeguckt, aber nein, danke. Noch nicht. Je langsamer du dich bewegst, desto weniger Geräusche verursachst du. Das ist mir schon fast klar. Achtung, ihr Diebe! Von heute an wird jeder Bürger, der beim Diebstahl erwischt wird, am Halse... In dieser Stadt wechselt nichts den Besitzer, ohne dass Besso es weiß. Er sagt, das ist eine Gabe. Und in meinem Gewerbe stimmt das wohl. Wahrscheinlich. Ja. Also, Treffen mit Besso. Oh, diesmal ist der Weg ein bisschen weiter als vorher. Aber wir nutzen einfach die Straße. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Eintopfküchen? Keine Ahnung.
Ah, jetzt kommen wir an das Vogelnest dran. Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Ich wünschte, wir könnten alle runterschneiden. Viel Spaß mit dem Papierkram bei der Verwaltung. Ah, da. Kleinen Moment. Ich wünschte, wir könnten alle runterschneiden. Du wiederholst dich, mein Freund. Dann viel Spaß mit dem Papierkram bei der Verwaltung. Mhm. Print Shop and Newspaper. Alles klar. What? Ganz ruhig, Freunde. Alles wird gut. Bei allen toten Göttern. Kann ich hier rein? Ich wette, ich kann da rein. More Stitch. Aha. Ich wusste, dass ich hier rein kann, aber... Die Frage ist, lohnt sich das auch? Das ist eine Straße. Wir schauen da vielleicht ein andermal vorbei, oder? Ich weiß nicht, ich bin neugierig. Ich versuch's. Kleinen Moment, ich will das mal ausprobieren. Ganz ehrlich, wie funktioniert das? Mann! Das ist doch blöd. Warum kann ich da nicht in die Schlösser reingucken? Was kommt als nächstes? Normalerweise gibt es da voll die coole Funktion, dass man die Schlösser dann von innen sieht und gucken kann, wo genau man die Stifte setzen muss. Aber irgendwie scheint das hier nicht zu funktionieren. Naja. Komm schon. Wieder zumachen. Schön brav zumachen. Was ist das denn? Schloss knacken? Von einem Schrank? Ist hier jemand? Nein. Das sieht aus wie eine Art Wachposten oder sowas. Oh. Das ist nicht gut. Oh. Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Verdammt. Das sieht mir verdammt nach einer Falle aus. Nein. Jetzt bin ich sowieso schon drauf. Jetzt ist egal. Mann. Komme ich hier je wieder raus? Oh, verdammt. Vor allem komme ich hier lebend wieder raus, ist die Frage wahrscheinlich, ja? Mach auf. Oh. Nehmen wir erstmal das hier. Ah. Was ist jetzt passiert? Aha! Oder Hunger. Tolle Auswahl. Jetzt komme ich hier wieder raus. Sehr gut. Na, wahrscheinlich wäre ich da sowieso gestorben. Ups. Jede Nacht derselbe Albtraum. Oh. Da ist auch noch was. Da blinkt was. Ha, noch ein Vogelnest. Diese typischen Vögel. Ich verhungere. Tja. Tut mir leid, mein Freund. Ich glaube nicht, dass ich dir dabei helfen kann. Da unten muss ich hin. More Stitch? Sicher? Kann ich hier längs? Nein. Oh, da glitzert was. Lass mich hier hin. Hä? Ja, doch. Die Straße.
Straßen sind nicht mehr sicher. Hat doch noch geglänzt. Bin mir das sicher? Ah, hier. Ha! Da auch. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Ha! Oh. Drahtschneider benötigt. Wo bekomme ich denn sowas her? Für meinen Geschmack nicht. Ich sehe noch dein Gesicht. Uff. Und noch was? Rennen da unten natürlich die Wachen rum. Das finde ich jetzt nicht so gut. Ah. Wundervoll. Hier runter. Und hier runter. Und hier runter. Uff. Okay. Das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Okay. Rein da. Überanstrenge dich nicht. Genau. Komm mit. Jemand will dich sehen. Warum mich? Dein sonniges Gemüt, die anregenden Gespräche, keine Ahnung. Du hast den Ring für ihn gestohlen. Musst ihn beeindruckt haben. Wer ist er? Er heißt Orion. Der Einzige, der gegen den Baron aufbegehrt und sich für Leute wie dich und mich einsetzt. Also, zumindest für mich. Was er sagt, leuchtet ein. Das gibt's hier wirklich nicht oft. Er hilft hier unten den Opfern der Schwermut. Schön, dass mal jemand zu seinem Wort steht und was tut. Und, sei nicht zu sehr... Du weißt schon, du. Wir brauchen das. Ach, komm schon. Ah. Besser. Gut, dass ihr da seid, Garrett. Ihr bezahlt, oder nicht? Von dem bisschen, das ich habe, ja. Sei nicht so viel, du. Ich hab dir jetzt meine Aufmerksamkeit gekauft. Gut. Bitte. Begleitet mich. Der Baron zieht Fortschritt dem Schmerz vor. Metall und Stein statt Fleisch und Blut. Und seht, was passiert ist. Ich mische mich nicht in Politik ein. Ah ja. Ihr seid ein stolzer Einzelgänger. Glaubt ihr wirklich, das ginge euch nichts an? Für mich passt so. Aber wie lange? Garrett, ich rutsche! Es ist auch eure Stadt. What? Was ist passiert? Eine Ohnmacht. Geht's euch gut? Bestens. Was braucht ihr von mir? Ich brauche ein Buch. Das einzige seiner Art, das noch existiert. Es heißt, es sei irgendwo im Haus der Blüten versteckt. In diesem Bordell gehen Tag und Nacht die Reichen ein und aus. Diskretion ist alles. Ich bin eigentlich kein Freund des Diebstahls. Aber in Zeiten wie diesen... Ein Politiker, der stehlen lässt. Klingt ganz normal. So wie ein Dieb, der für die gute Sache steht. Ich sehe noch dein Gesicht. Ich hole euch das Buch. Ihr sichert damit auch eine bessere Zukunft für alle. Ich werde es mir merken. Alles klar. Die Sache mit der Ohnmacht hat mir nicht gefallen. Ich war nie dort, im Gegensatz zu jemand anderem. Aaron. Einer meiner Zähne wackelt. Zu Aarons Versteck im Südviertel. Was sucht Aaron in einem Bordell?
Für meinen Geschmack nicht. Für meinen auch nicht. Kann ich mir vorstellen, dass Garrett nie da war. Ich hätte ihn noch nicht wirklich so eingeschätzt, als wenn er der typische Bordellgänger wäre. Ich erkenne diese Straßen nicht wieder. Schön waren die nie. Du hast recht. Ich wollte immer in dieser Stadt sterben. Aber doch nicht so. Weiter und hoch und zack und bums und yeah. Ah, hier könnte ich auch hoch. Aber ich glaube, ich muss eher in diese Richtung. Ah, oh, 100.000 Wege. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Oh, schau einer an. Gib mir das. Sieh an, was haben wir denn da? Das hat offenbar nichts bewirkt. Ehrlich? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Mein Geschmack nicht. Ich sehe noch dein Gesicht. Irgendwas hat es bestimmt bewirkt. Ich weiß nur noch nicht was. Mein Nacken schmerzt. So much. Kann ich hier hoch? Oh, komm schon. Ganz ruhig, ja. Oh Gott, Wachen. Scheiße. Meine Güte. Ich würde ganz gerne... Ja, ich will hier hoch. Ich will auf jeden Fall irgendwo hoch. Kann ich... Da kann ich aber nicht hoch. Wo waren denn diese ganzen Gitter? Verdammt. Hier waren noch welche, oder? Ah, oh, jetzt bin ich an diesen 100.000 Wegen vorbeigegangen. Ach nee, hier. Ach, oh, sehr schön. Es wird spät. Puh. Und hoch. Ach, auf. Hier oben gefällt es mir definitiv besser. Ach, okay, ich könnte schwören, ich hätte gestern einen Mann in Schwarz auf den Dächern vor unserer Wohnung gesehen. Auf den Dächern? Was hat er da gemacht? Weiß nicht. Ich bin vom Fenster weg. Wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich auch nicht. Das, ich würde sagen, der hat Tauben gezählt oder sowas. Also nichts Besonderes. Einfach so. Wachen? Irgendwo? Vogelnest auf jeden Fall. Uah! Hallo? Was haben wir denn hier? Ein bisschen dunkler. Sehr schön. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Diese Szene gerade mit Orion fand ich wirklich interessant. Der hat auf jeden Fall noch eine größere Rolle zu spielen, das weiß ich. Das hat man ja aber auch den Trailern schon entnehmen können. Das ist so ein ziemlicher Revolutionär. Der weiß auf jeden Fall, was er tut. Das müsste ein Zivilist sein. Die Nacht dauert ewig. Will ich von denen was? Oder sind das Wachen? Das sind doch keine Wachen. Oder? K.O. schlagen? Nein, das ist nur wirklich unnötig. Nein, nein, nein. Diese verdammte Stadt. Warum E? Ah, oh. Garrett sieht Dinge, die ich nicht sehe. Sehr schön. Oh, halalalala. Mir tut der Rücken weh. Mir auch. Du siehst mich nicht. Bei Rocks Zähnen. Uff, heieiei. Holy. Das war knapp. Hey, da ist eine Kiste. Ich will da runter. Okay. Ha! Yay! Oh, halt, halt, halt. Ich will erst gucken, was da vorne abgeht. Nein! Doch! Okay, das ist ein Lichtschalter. Das ist schon mal gut. Und ich glaube, da geht's weiter. Keine Ahnung. Ach komm, machen wir das Schloss ich auf. Ich muss mir schlafen.
Ich habe das Gefühl, ihr schlaft alle zu wenig, meine lieben Freunde. Irgendwas macht ihr falsch. Hoffentlich ist das nicht die Schwere. Bestimmt nicht. Ah, Mist, ich komme da gar nicht rein. Ah, da kann ich mich nur verstecken. Ah, super. Schade, schade. Kann ich auch hier hoch? Komm schon. Ach, scheiße. Wo sind diese scheiß Wachen? Ich bin so hungrig. Halt! Ich muss in die Richtung. Kann ich hier hoch? Ich kann hier sogar hoch. Ah, ist das hell hier? Von diesen neuen Lampen kriege ich Kopfweh. Ja, ich aber auch. Sie ist positiv. Jetzt verhungern wir wenigstens bei Licht. Kann ich hier durch? Muss ich hier durch? Glaube ich nicht. Oh! So. Ich hätte ganz gerne erstmal irgendwie reingeguckt in die Häuser, bevor ich da reinstürme. Ich wünschte, wir könnten alle runterschneiden. Okay, ich habe das Gefühl, ich muss hier irgendwie doch viel durch. Viel Spaß mit dem Papierkram bei der... Komm, komm, komm. What? Moment mal, ist das schon das? Was war das? Eine Ladesequenz, wenn ich in ein Haus reingehe? Warum? Sind das etwa schon wieder Fallen? Nein. Sehr schön. Ich kann hier tatsächlich einfach durch. Was man wohl fürs Ziehen der Totenkarren bekommt. Okay, lasst mich kurz überlegen. Jetzt müsste ich wahrscheinlich da runter. Ach, was habt ihr mal mit euren komischen Zähnen? Da glitzert was, da glitzert was. Gib mir das. Jups. 47 Meter noch in die Richtung. Da unten rennen sicherlich irgendwo Wachen rum. Ich würde ja doch ganz gerne wieder auf die Häuser drauf. Ich versuche nicht trübsinnig zu werden. Ach, das ist hier aber wirklich ganz schwierig, mein Freund. Ach, die Tore. Market Street, Wilson House, whatever. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Ja, dem kann ich nicht zustimmen. Gesundheit, mein Freund. The Glock kommt immer. Da unten rennt eine Wache rum. Bist du das hier? Meine Güte, reg dich ab. Ach, ich würde so gerne über die Dächer gehen. Das wäre mir viel angenehmer. Ich glaube, ich muss doch wieder hier hoch. Das ist ja jetzt auch sehr schlau gewesen. Ach, komm schon. Hops, rüber da. Hops. Und auf. Kann ich da rüber springen? Oder ist das zu weit? Das ist für ihn das zu weit. Ich muss schlafen. Aber irgendwie muss ich doch hier oben längs kommen. Kann ich mit irgendwas... Da, da, da... Seilpfeil! Bingo! Ein Königreich für einen Kaffee. Ja, komm schon. Zack. Okay. Seilpfeil müsste... Ja, genau. So hungrig. Kadusch. Hopp. Häng dich ran, mein Freund. Häng dich ran. Ich bin neuerdings so müde. Muss ich da? Kann ich da durch? Kann hier durch, richtig? Und?
Und? Ja. Oh. Erschreck mich nie wieder so. Gott. Oh, die armen Kleinen. Zumindest. Trenn dich, weil ich das Vogel? Lupe? Vogel? Chirurgenschere, du Scheiße. Die Nacht dauert ewig. Warte mal hier. Einbruch! Holy! Vogel! Oh. Kleinen Moment. Das schaue ich mir kurz an. Sammlerstücke. Obelisk von Ulysses Northcrest. Legt ab das Joch der älteren Götter. Ja gut, okay. Das wollte ich jetzt eigentlich zurück. Dokumente. Stone Market. Ein durchdringendes Tagebuch. Ich kann nicht aufhören, an sie zu denken. Ihre Haare, ihre Hände, ihr Gesicht, ihr Lächeln. Ich kann nicht, ich muss aufhören, an sie zu denken, sonst werde ich wahnsinnig. Aber ich kann sie nicht vergessen, denn das wäre, als hätte ich sie nie existiert. Bitte. Es muss noch etwas anderes geben. Das muss aufhören. Etwas muss diese Qual beenden. Bitte. Was kann ich noch tun? Oh mein Gott, ist das ein Jammerlappen. Einbruch. Der Diebsfänger-General hat gemeldet, dass vor einigen Tagen in der Eisenhütte in der Vale Street eingebrochen wurde. Dort werden zurzeit die Opfer der Schwermut aufbewahrt. So. Täter war ein ruchloser Mann in Schwarz, der dabei auch noch einige Menschenleben auf sein Gewissen lud. Was denn für Menschenleben? Bist du bescheuert? Ich habe niemanden getötet. Ist denn nichts mehr heilig, schimpfte der erzürnte Leiter der Wache. Er lamentiert. Noch mehrere Minuten, aber die Poesie seines Ausbruchs konnte die zugrunde liegende Besorgnis nicht verbergen. Behaltet die Dächer im Auge, sagte er schließlich. Wir werden diesen Typ finden und er wird hängen. Ist es nicht inspirierend, so etwas vom obersten Beschützer der Unversehrtheit unserer Stadt zu hören? Ja, Unversehrtheit unserer Stadt, genau. Ganz bestimmt. Vor allem, weil ich so viele Menschenleben auf dem Gewissen habe da, ne? Ja. Hat an den Leichen seine Zielübungen gemacht? Mein Nacken schmerzt. Ja, meine auch. Hier haben wir wieder die Bücher, aber die kann ich diesmal nicht. Schade. Wäre doch interessant gewesen, noch einen Geheimgang zu finden. Kann ich hier auch wieder raus? Ja. Und heb an. So. Sehr gut. Das heißt, ich kann auch hier oben weiter. Hallo, Vogelnest. Diese verdammte Stadt. Ja, echt. Kann ich... Was ist das denn? Da! Okay. Moment. Jede Nacht derselbe. Cool. Aber... Komme ich da auch irgendwie hoch? Das Wetter schlägt um. Da. Aber, what? Nee, da komme ich doch raus. Oh, halt. Ich muss schlafen. Da und dann komme ich da hoch. Okay. Habe ich da noch... Ich habe 3 Seilpfeile noch, in Ordnung. Dann... Der Gestank hier ist sicher... Kann das funktionieren? Oh. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Dankeschön. Hoppala. 1, 2, 1, 2. Gibt's hier noch was zum Einsammeln? Schnauze, Mist. Sammle gerne. Nur Götzen geben der Wache wieder. Okay, ich würde sagen, hier speichere ich nochmal schnell. Und beende diesen Part. Ich habe zwar nicht sehr viel gemacht, aber ich habe eine sehr interessante Videosequenz gesehen, muss ich sagen. Die, auf einen spannenden Fortgang dieser Mission hoffen lässt. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich habe nämlich schon wieder überzogen, obwohl ich das nicht wollte. Ich komme nie unter 20 Minuten weg. Ja, dann
kommentieren und bewerten bitte. Lasst mir ein Däumchen rauf da, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Schaut unten in die Videobeschreibung, denn da sind wichtige Links drin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.